Heute geht es um ein ganz spezielles Tier. Wir haben gerade Frühling. Die ersten Amphibien haben geleicht und die ersten Reptilien kommen aus ihrem Winterquartier. Und bei uns hier in der Wildnisschule gibt es eine ganz spezielle Schildkröte, nämlich die europäische Sumpfschildkröte. Und jetzt bei dem Sonnenschein werden wir sicherlich die ersten Tiere sehen. Und deshalb kommt mal mit, damit ich es euch zeigen kann. Sumpfschildkröten halten sich vorwiegend in diesen Unterwasserwurzeln auf, ja, und hier von der Weide, und dort gehen die auch auf Jagd. Die fressen ganz gerne Krebse, Fische, Amphibienleich, tote Tiere, wenn eine Maus hineinfällt, egal was sich bewegt, Regenwürmer, Insektenlarven, die fressen eigentlich alles, was sich bewegt. Und am liebsten sitzen sie natürlich jetzt bei der Sonne auf diese moosbewachsenen Steine und sonnen sich dort. Und wenn wir Glück haben, dann können wir gleich eine erwischen. Also ich sehe das schon ein bisschen positiv, weil die Temperaturen heute schon sehr warm sind. Hier war gerade eine Sumpfschildkröte. Wir haben hier ganz, ganz viele Teiche. Und die können also quasi von einem Teich auch in den anderen. Und die Sumpfschildkröte saß gerade hier am Rand, ist reingegangen. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken. Ich schaue mal ganz vorsichtig. Wenn ich nämlich hier in Schlamm hineingreife, das Tolle ist, hier ist relativ wenig Schlamm. Der Teich ist noch recht jung. Kann man die vielleicht mit viel Glück auch finden. Die graben sich nämlich sofort in diesen Krautschlammbereich ein. Ah, ich habe eine. Ah, toll. Eine europäische Sumpfschildkröte. Emys opicularis. Die haben so Flecken wie der Feuersalamander, schwarz-gelb. Also schwarzer Untergrund mit gelben Punkten und gelben Streifen. Und auf dem Panzer sieht das immer so aus, ich sage immer, wie so Sonnenstrahlen. Wenn man ganz genau hinguckt, das sind so ganz, ganz kleine gelbe Streifen von einer Richtung aus, wie so ein Strahl. Und die Sumpfschildkröten sind schon was ganz Besonderes. Wow, tolles Tier. Guck mal, gerade wach aus der Winterruhe. Noch ein bisschen dünn. Kann man immer so ein bisschen am Hals auch merken, wenn die Winterstarre überstanden haben, dann sind die so ein bisschen noch nicht gut genährt. Also die wird jetzt in den nächsten Tagen, wird sie auf die Jagd gehen und fressen. Und wie schon erwähnt, das sind alles Fresser. Alles, was sich bewegt, wird geschnappt und gefressen. Aber wenn sie satt sind, sind sie satt. Also die können kein Amphibienteich komplett leer plündern. Nicht so wie diese Rotwangen-Schmuckschildkröten aus Amerika. Die sind schon ein bisschen gefährlicher und aggressiver untereinander. Die können auch die Sumpfschildkröte zerbeißen oder schwer verletzen. Deshalb sollte man niemals Schildkröten einfach aussetzen. So, und jetzt erzähle ich euch ein bisschen spannende Sachen über die Sumpfschildkröte. Sumpfschildkröte ist eigentlich eine sehr spannende Art. Es hat sie nämlich vor der Eiszeit in Europa auch gegeben, auch in Deutschland. Nach der Eiszeit sind die Tiere natürlich verschwunden und die Mönche haben irgendwann im Laufe der Zeit aus dem Mittelmeer, osteuropäischen Mittelmeerraum, die Tiere zu uns eingebracht, eingeführt, eingeschleppt. Und seitdem sind die Tiere auch heimisch. Das muss wahrscheinlich so um das 17., 18. Jahrhundert gewesen sein. Vielleicht auch ein bisschen eher. Und die Tiere wurden deshalb eingeschleppt. Nicht einfach nur an der Spaß, an Freude der Tiere, sondern die wurden gegessen. Man hat also zu Karfreitag oder an den Fastentagen nur Fisch essen dürfen. Und dazu zählten nicht nur Karpfen oder Zander und Hechte, sondern alles, was im Wasser schwimmt. Sowohl Frösche, Biber, Nutrias,
Nee, Nutrias kam ja aus Südamerika erst später, aber halt alle Wasserbewohner, Fischotter, die wurden gejagt, Schildkröten, die wurden gekocht und die wurden dann auch gegessen. Weil es waren Fische, die lebten im Wasser, also zählte man sie zu den Fischen. Und die Tiere durfte man karfreitags oder an den Fastentagen auch essen. Bei den Mönchen war das sogar noch so, dass die nur so viel essen durften, wie auch auf einen runden Teller passt. Deshalb ist der Karpfen auch so rund gezüchtet worden. Bei den Schildkröten war es natürlich dann üblich, die ganze Schildkröte auf den Teller zu bekommen und sie dann vorsichtig aus dem Panzer zu holen, um sie zu essen. Die Tiere wurden dann gekocht in Kräutersud, in Weißwein, Rotweinsoße. Und da gibt es also noch Rezepte, die kann man nachlesen, wie man die früher tatsächlich zubereitet hat. Und das ist in anderen Ländern heutzutage nicht anders. In den asiatischen Ländern werden Schildkröten also auch gefangen, auch seltene Schildkröten, und verspeist. Und es ist sehr schade, weil die Schildkröten natürlich eine sehr sensible Tierart sind. Die haben die Dinosaurier überlebt, aber ob die den Menschen auch noch für die Zukunft überleben werden, das wird sich herausstellen in 100, 200 oder 300 Jahren. Und jetzt noch einmal ganz kurz zur Haltung von Sumpfschildkröten. Kann man Sumpfschildkröten einfach so halten? Nein. Das sind Tiere, die sehr streng geschützt sind. In manchen Regionen gilt die Sumpfschildkröte als ausgestorben. Daher gibt es einige Konzepte, die Sumpfschildkröte in so Baggerseen auch wieder anzusiedeln. Und da werden dann auch wirklich tatsächlich Sumpfschildkröten als eigene Population dort auch gehalten. In Ostdeutschland, an der Oder, im Oderhaff, im ganzen Gebiet, da gibt es auch noch freilebende Populationen, die dort vorkommen. Und die Sumpfschildkröte sollte unbedingt geschützt werden. Wenn ihr sie halten wollt, dann kann man sie mit Zuchtpapiere durch Herkunftsnachweis auch halten. Allerdings rate ich jeden davon ab, die einfach in den Teich zu setzen. Glaubt es mir, die bleiben nur, wenn die Meere Teiche haben, ein Waldgebiet haben. Und dieses Tier, was wir jetzt hier haben, das haben wir aufgenommen damals. Das ist also ausgesetzt worden. Und wir wollten es nicht in eine Population setzen, wo wir nicht wissen, wo die Tiere herkommen. Und hier im Gelände sind die Tiere geschützt und können auch nicht heraus. Die Teiche sind abgeriegelt mit einem kleinen Zaun und die Tiere kommen dort entsprechend nicht heraus. Aber bitte, bitte, wenn ihr Schildkröten halten wollt, Wasserschildkröten, achtet darauf, die können sehr gut klettern. Es muss irgendetwas Unüberwindbares sein, dass die euch nicht entbüchsen, und die können auch ausgesprochen gut buddeln. Ja? Deshalb bitte, 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 spart es euch, macht einen Amphibienteich und überlasst die Haltung von Wasserschildkröten echt den Experten. Und dann kann auch nichts schief gehen. Und diese schöne Sumpfschildkröte kann zurück und sich wieder ein bisschen sonnen.